Zuschauer im Dortmunder Westfalenstadion. Und die sahen dann eine erste Chance für die Gäste aus Hannover. Stark ersatzgeschwächt ohne Freund, Suhrmann, Weiland und Zirox. Friedemann von der rechten Seite gegen Schulz. Und ein langes Bein des Dortmunders verhindert hier Schlimmeres. Dann eine Unsicherheit bei Teddy de Beer. Und Michael Zorc rettet in letzter Not. Noch einmal Stäubing. Erste Unsicherheit bei Teddy de Beer. Glück für Dortmund. Nach 4 Minuten. Michael Lorkowski, er glaubte nicht an ein Wunder. Es war Koch. Dann Stäubing. Sundermann. Und wieder Schulz. Ball oder Beine? Das war hier die Frage. Noch einmal in der Zeitlupe. Schiedsrichter Manfred Schmidt entschied auf Weiterspiel. Das ist Dirk Hoffmann. Einer, der neu in die Dortmunder Mannschaft gekommen war heute. Und Schapuisa. Nicht zu bremsen von Stäubing. Und dann Hemsoth zur Ecke. Auch Dortmund heute ohne Helmer, Rummenigge, Lusch und Mill, sie alle verletzt. Schapuisa. Missglückte Kopfballabwehr und dann Bodo Schmidt. Der Geburtstagsschuss. 24 Jahre wird er heute alt. Missglückte Kopfballabwehr der Hannoveraner. Unhaltbar für Jörg Siemers. Hier noch einmal die verunglückte Kopfballabwehr. Wojcicki und Sundermann. Und dann dieser Dropkick von Bodo Schmidt. Unhaltbar für Siemers. 1:0, 20. Minute. Es ist Martin Groth. Wieder Missverständnisse. Und Schulz, der Dortmunder Motor, auf der linken Seite. Schapuisa. Aber der Pfiff von Schiedsrichter Schmidt unterbindet diese Aktion abseits von Schapuisa. Zorc. Dortmund im ersten Durchgang die deutlich überlegene Mannschaft. Da lief der Ball. Hier Breitzke. Herrlich. Immer noch Breitzke. Und dann Siewert mit einer Rettungstat. Und dann ist der Ball im Tor. Aber Schiedsrichter Schmidt entscheidet kein Tor. Er hat eine Regelwidrigkeit erkannt. Wahrscheinlich Abseitsposition bei diesem Schuss von Breitzke. Kein Tor für Dortmund. Weiterhin 1:0. Sie bleiben dran, die Schützlinge von Ottmar Hitzfeld. Hoschner aus dem Mittelfeld. Herrlicher Pass in den freien Raum. Paulsen. Und dann Schapuisa, ja, das lässt er sich nicht nehmen. 29. Minute, das 2:0 für Borussia Dortmund. Da kann man nur dumm reinschauen. Noch einmal. Paulsen mit dem Querpass unbehindert. Schapuisa 2:0. Hannover mit zaghaften Angriffen. Hier über Stäubing schon wieder abgebremst. Hoschner weiterspielen, sagt zunächst der Linienrichter. Und das tut Paulsen und der Ball ist im Tor. Aber dann hat er die Fahne oben und der Pfiff von Schiedsrichter Schmidt geht dazwischen. Da haben wir es gesehen, deutlich mit der Hand angezeigt. 2:0 der Pausenstand für Dortmund. Hochverdient. Dann Reinhardt. Wieder offensiv die Dortmunder. Und ein herrlicher Fallrückzieher von Schapuisa versucht sich als Künstler in dieser Szene. Und Paulsen, noch ist der Ball heiß. Kann nicht getrennt werden und Riesenabwehr von Jörg Siebers. Noch einmal diese schöne Aktion von Schapuisa und die Faustabwehr von Siebers. Und das ist ein neuer Mann, ein junger Bursche, André Breitenreiter, den Michael Lorkowski dann brachte. Und ein Schuss von Michael Schönberg. Sollte das ein Warnschuss sein? Teddy de Beer zum ersten Mal richtig gefordert im zweiten Durchgang. Ecke von links. Martin Groth besorgt das. Sundermann verlängert. Und Patrick Grün nickt den Ball ein. Das Nickertor von Dortmund. 72. Minute Anschlusstreffer. Und sie glauben jetzt an Berlin. Die Hannoveraner Fans. Noch einmal die Verlängerung von Sundermann. Und das Nickertor von Patrick Grün in der 72. Minute
nur noch 2:1 für Borussia Dortmund. Die Borussia, die zurücksteckt, auch wenn sie hier angreift und Hoffmann über den Ball schlägt. Und dann dieses rüde Foul von Knut Reinhardt gegen Sundermann. Gelbe Karte für den Dortmund. Einwurf Hannover von der rechten Seite. Kopfballstaffette. Verunglückt. Und dann ist er da, der junge Mann, 17 Jahre A-Jugend-Nationalspieler, André Breitenreiter mit dem Knie und damit dem Spann und Ausgleich für Hannover, 80. Minute. Hier kommt die Chance und er nutzt sie wie ein eiskalter Profi. Dortmund wirft jetzt alles nach vorn, 2:2. Schulz setzt sich da energisch ein und dann hochgestrecktes Bein von Michael Schönberg. Elfmeter fordern sie, aber Herr Schmidt aus Bad Hersfeld entscheidet indirekter Freistoß im 16-Meter-Raum. Zorc. Karl. Herrlicher Schuss, Chapuisa und Glanzparade von Jörg Sievers. Diesen Beifall hat er sich redlich verdient. Bestimmt seine größte Tat am heutigen Abend. Noch einmal dieser tolle Schuss von Chapuisa und die Parade von Jörg Sievers. Schönberg im Mittelfeld kann gar nicht gestört werden. Dann wieder André Breitenreiter, Wojcicki. Da läuft der Ball jetzt durch die Reihen der Hannoveraner, vorbei an den Dortmunder Spielern. Das war Kuhlmai, eingewechselt und niemand ahnt was Böses. Und dann dieser unverhoffte Schuss von Jörg-Uwe Klötz, dieser tückische Aufsetzer. 3:2 in der 89. Minute für den Zweitligisten aus Hannover. Schauen Sie, wie Sie sich freuen. Auch auf den Rängen, über Dortmund nach Berlin, so hatten sie gerufen im ersten Durchgang. Noch einmal, Wojcicki, Kuhlmai, das direkte Spiel, auf Blitz. Und dann der herrliche Schuss als Aufsetzer aufs kurze Eck und Teddy de Beer ist geschlagen. Zum dritten Mal, Michael Lokowski beglückwünscht seine Helden, die Sensation von Dortmund. Und dann gingen im Westfalenstadion die Lichter aus. Und nur einer strahlte, André Breitenreiter. André, Sie wurden von Trainer Lokowski ja eingewechselt in der zweiten Halbzeit und Ihnen glückte auf einmal, kein Mensch hat es erwartet, dieses Ausgleichstor zum 2:2. Wie war das? Schildern Sie das mal. Ja, es kam eine lange Flanke über die linke Seite und die zwei Kopfballduelle in der Luft und dann prallte der Ball vorne zu mir aufs Knie und ich habe mich gedreht und drin war er. Es war schön, ja, habe davon geträumt, schon zwei Nächte lang.